Na gut, dann gucken wir mal hier weiter. Wir haben einen Hebel. Der wird hier irgendwas aufmachen. Gut. Ja, den Weg zurück höchstwahrscheinlich. Wo kommen wir raus? Wir kommen raus bei dem Schalter. Also der Hebel macht gar nichts. Ha. Oh, das Loch da oben irritiert mich auch ein bisschen. Das deutet irgendwie an, dass man wirklich über mehrere Ebenen runterfällt. Weil wenn wir jetzt eine Ebene rüber, da runterfallen, fallen wir gleich da wieder runter. Das wäre bestimmt richtig schmerzhaft. Aber gut. Schalter. Es müsste eigentlich machbar sein, dem Ganzen zu folgen. Achso, ich kann ja einfach rechte Maustaste. Ja, und da hätten wir jetzt auf die andere Plattform rüberspringen können. Na gut. Wir haben gerade abgespeichert. Ich probiere es jetzt einfach aus. Also, wir müssen darauf gehen, dann darauf, dann einen Rechtsschritt, dann nach vorne. Ich glaube, wir dürfen uns nicht drehen. Sobald wir uns drehen, sind wir zu langsam. Aber das können wir mal kurz testen. Also es geht bisher noch ohne auswendig lernen von der Warnknopf. Ha, da war ein Knopf. Den will ich jetzt drücken, weil das ist bestimmt ein Secret. Na gut, machen wir jetzt mal hier weiter und hoffen, dass wir irgendwie hier alle auf einmal hochbekommen. Was machst du? Nix. Was machst du? Nix. Jedenfalls nichts Offensichtliches. Ja, sowas liebe ich doch. Und da haben wir schon mal eine Krabbe. Einmal prophylaktisch in die Richtung schlagen. Zack. Warum haben wir uns gerade selbst verbrannt? Das war komisch. Und das war sehr, sehr doof. Ja, oh, der zernimmt. Der zernimmt uns. Der nimmt uns sowas von auseinander. Na gut. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Und diesmal kann ich dann ja auch den Schalter drücken, wenn ich schnell genug bin. Und schauen, was für ein Secret das ist. Also drücken. Rauf, 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 drücken. Zu langsam. Hier war es lang. Da hoch. Ist ja nicht weit, da muss man nicht extra laden. Ich bin nicht so ein Fan von übermäßigem Laden. So, also drücken. Rauf, rauf, rechts, rauf, rauf. Da habe ich den Knopf jetzt schon gedrückt. Ich glaube, ich habe jetzt gerade ein zweites Mal gedrückt. Stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Doch. Also wir haben geladen, sind denn hier lang, haben den Knopf gedrückt, sind dann aber runtergefallen. Also haben wir den Knopf gerade ein zweites Mal gedrückt. Drücken wir den nochmal. Den nochmal. Und laufen diesmal nicht in diese Nische da rein. Und verbrennen uns hoffentlich diesmal auch nicht selber. Das wäre echt toll. Oh, und er kann wieder so eine Giftwolke machen. Weil bei denen scheinen die ganz gut zu funktionieren. Genau. Schön reinlaufen. Schön reinlaufen. Mann, entscheid dich mal. So. Giftwolke. Nicht austricksen lassen von einer bösen Krabbe. So, hier machen wir mal keine Giftwolke mehr, weil mir ist das ein bisschen zu eng. Ja, das Kampfsystem gefällt mir echt. Man muss zwar einigermaßen auf Zack sein, aber so lernt man wieder ein bisschen Action-RPG zu betreiben. Sonst bin ich ja fast schon eher rundenbasierendes gewöhnt, außer jetzt bei Gothic, aber... Nix. So, tot. Und was hast du bewacht? Eine Fackel.
Das ist nicht viel. Oh, schön. Und den Schlüssel, den wir gesucht haben. Das ist doch gleich... Viel bescheidener. Genau, bringt euch gegenseitig um. Wo ist der Ausgang? Die haben den Ausgang weggenommen. Das ist nicht nett. Gar nicht nett. Lass uns raus. Ey. Hier war der Ausgang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da der Ausgang war. Okay, wir können versuchen, nebenbei die Brokkolis umzubringen. Oder Rosenkohle oder was auch immer es genannt hat. Erster Tod. Nicht in die Ecke dringen lassen. Boah, ist hier irgendwo ein Schalter. Irgendwo in den Räumen, wo die Monster drin waren, ist bestimmt ein Knopf, den man drücken kann. Ich finde ihn nur nicht. Na gut, wir können jetzt zu dritt das bestimmt auch irgendwie schaffen. Ganz bestimmt. Trucker und so. Irgendwie hatte ich keine... Oh, doch. Ja, wir können es vielleicht echt schaffen. So, jetzt komm her, lass dich schlagen und brutzeln und überhaupt. Und wir können einfach auf Distanz umbringen. Obwohl, nee, die Nährstände machen bei dem fast keinen Schaden. 8 Schaden, ja super. Aber nur holen wir einfach gleich den Bogen nochmal raus, verballern unsere ganzen Pfeile und bringen ihn so nach und nach um. Ja, was man nicht alles tun muss, wenn man von komischen Viechern überrascht wird. Feuerball. Ja, hat noch gereicht. Und ein Blitzstrahl. Komm schon. Dann müsst ihr doch gleich mal umkippen. Feuer? Nein, keine Energie mehr. Oh, das war knapp. Ein Schlag noch und der ist sowas von tot. Also, unser Dieb. Oh, da fällt mir was ein. Wir haben hier Heiltränke. Und wir sollten vielleicht auch mal Mana-Tränke machen. All diese Blut-Tränen, irgendwas, waren ja Mana-Tränke. Aber im Laufen, während eine riesige Krabbe hinter uns herrennt, ist nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um alchemistische Tests auszuführen. Du sollst nicht mit der Fackel hauen, ich wollte eigentlich zaubern. Boah, zähes Biest. Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Weil ich jetzt schon seit 5 Minuten panisch um den rumrenne. So, Fackel auf den Kopf, Speer in die Seite, Dolch, Dolch, 8 Schaden. Mann, Mann, Mann. Ja, er braucht definitiv dieses Backstabbing, sonst macht er fast keinen Schaden. Das geht ja gar nicht. Aha, nicht. Pieks, Schlag, 0 Schaden. Daneben. Pieks, 3 Schaden. Wow. Bist du gerade unserem Schlag ausgewichen, du böse Krabbe? Ja, man merkt, wenn der Krieger tot ist und das Mana alle ist, dann geht nicht mehr viel. Aber, falls es euch auffällt, der trifft uns, also er greift uns ziemlich häufig an, aber er trifft niemanden. Wahrscheinlich, weil Gorn in der ersten Reihe tot ist und unser Dieb einfach jedes Mal ausweicht. Das heißt, Ausweichen ist eine sehr wichtige Sache. Und wir haben überlebt. Tada, wir sind Helden. Bomben gehen zu ihm. Oh, wir haben noch eine neue Bombenart. Blitzbomben. Na gut. Ich würde jetzt trotzdem irgendwann gerne mal wieder hier raus. Aber jetzt haben wir wenigstens jetzt Zeit, die ganzen Nischen durchzugucken. Also den Schlüssel haben wir rausgenommen. Danach ging ich hier überall diese Wände auf und die Monster kamen raus. Aber hier liegt nur Krimskrams drin. Und keine Knöpfe. Können wir mal auf die Karte gucken. Ja, die Wand hier war's. Vielleicht müssen wir einfach wieder was reinlegen. Unser Toter kann sich mal trennen von nichts, was hier ist. Wie schaut's mit ihm aus? Ah, einer von unseren heiligen Steinen. Und ja, so einfach war das Ganze. Na gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass nichts hinter uns gespawnt ist.
Und wozu waren jetzt die ganzen Knöpfe da? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Okay, also der Knopf startet das Ganze von dieser Seite doch nochmal. Das machen wir doch einfach mal. Und drücken jetzt den Knopf noch ein drittes Mal, damit er auch wirklich gedrückt ist und nicht in einem Scheinzustand existiert. So, oh, da ist was. Ich werde hier andauernd abgelenkt. So, den Knopf haben wir diesmal aber gedrückt. Jetzt habe ich nur gesehen, dass auf der anderen Seite in einer Nische ein Gegenstand liegt. Und hey, wo kommt ihr her? Ja, Dieb, schön ausweichen. Immer schön ausweichen. Komm, sterben unsere Magier. Wusch, Level up. Oh, und Gorn kriegt gar nichts von den ganzen Levels und Erfahrungspunkten ab. Das ist doof. Ah, wo kamen die vier jetzt her? Wo kommst du jetzt schon wieder her? Oh, er hat kein Mana. Peaks? Schon wieder. Ja, wir brauchen definitiv mehr Mana. Oh, ich bin auf der falschen Seite und hier sind überall Skelette. Also ich habe jetzt die Wahl, herauszufinden, was auf der Seite der Knopf macht, herauszufinden, was da in der Nische liegt, oder mit drei Mann durch ganz viele Untoten zu kämpfen. Ich glaube, ich nehme das drei Mann gegen ganz viele Untote kämpfen. Aber das machen wir nicht hier. Sofort, jetzt und überhaupt, sondern wir schlafen erstmal, damit wir genug Mana haben, um die wegzunuken. Und dann gucken wir mal, was Schickner schönes Neues lernen kann. Das war doch Schickner, oder? Klicknack, Schickner, Gorn und China? Shima. Na gut, Schickner. Schickner kann lernen. Ein Level 16 Spruch. Oder mehr Energie und Willenskraft. Ne, Willenskraft erst später. Aber Energie klingt echt nicht schlecht. Aber ein Level 16 Spell klingt besser. Denn das könnte immer noch der Feuerball sein. Und ich will einen Fernkampf-Feuerball haben. Also ja, drei Punkte auf Feuermagie. Und ein Punkt setzen wir jetzt mal. Was macht eigentlich Stabverteidigung? Mehr Schutz, mehr Ausweich, mehr Lebenspunkte, mehr Schutz und man kann leichte Rüstung tragen. Hm. Ja, leichte Rüstung wäre schon praktisch. Aber mir ist es wichtiger, dass sie mehr Schaden machen. Denn im Idealfall werden die ja gar nicht getroffen. Also ja, ein Punkt noch auf Spellcraft, damit wir in der nächsten Stufe Energie plus 10 bekommen. Und eventuell noch Willenskraft plus 1. So, jetzt brauchen wir eine neue Fackel. Und wir gehen Untote töten. Also Untote, Untoten. Ja, mit dem Konzept komme ich nie wirklich klar. Zack, zack. Und wusch. Ups. Jetzt wusch. Ah, nur einer wusch. Jetzt wusch. Und wieder schön alle Schilder durchstöbern, ob da irgendwo ein Knochenamulett zwischen liegt. Nö. So, wo war der blaue Kristall? Ja, ich weiß, ihr habt in den Kommentaren schon mal gesehen, dass man ja auch einfach die blauen Kristalle markieren könnte. Aber das wäre wahrscheinlich zu einfach. Gucken wir mal hier lang. Ja, das sieht gut aus. Also, Heilung. Karte. Blauer Kristall. Nee, BK, das reicht. Auch wenn wir so schon viele... Au, was haut mich da, während ich gerade... Hey! Unfaire Bogenschützen. Und was macht ihr auf der Seite? Da geht's doch wieder nach oben. Hm, das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Weil da dürften eigentlich keine Gegner mehr sein. Aber ich habe ja eh den Verdacht, dass manche Gegner irgendwie wieder spawnen. So, hier sind wir schon mal falsch. Denn auf der Spinnenebene kamen ja auch immer wieder irgendwo neue Spinnen. Jungs, ihr habt uns von hier irgendwo beschossen. Gucken wir mal hier rein. Ich höre scheppern. Au, ich spüre Pfeile.
Ja, ohne Magier wäre das definitiv schwieriger. So, was natürlich auch sein könnte, ist, dass die irgendwie freigelassen wurden durch ein Secret, das wir mal wieder gelöst haben, ohne es zu wissen. Also gucke ich mich hier mal ein bisschen um. Das waren irgendwelche Schriftrollen, die wir da hingelegt haben. Und der Einsturz war schon vorher da. Und nö, nicht wirklich. Die scheinen einfach aus heiterem Himmel hier aufgetaucht zu sein. Und haben sich gedacht, ach, gehe ich doch mal hier hin und schieße auf die Abenteuergruppe, die da hinten bald auftauchen wird. Komisch. Na gut, jetzt wollen wir wieder zurück, wo wir eben waren. Am blauen Kristall vorbei, den wir kurz antatschen. Oder auch nicht, weil er nicht aufgeladen ist. Und dann wollte ich da lang und den zweiten Schlüssel benutzen. Denn ich bin doch schon ein wenig gespannt, wo das jetzt hinführt. Runter. Wollen wir überhaupt runter? Hier ist noch... Nee, hier ist kein Secret mehr. Da ist kein Secret mehr, aber da ist mein Stahlplattenpanzer. Und da würde ich ganz gerne hin. Also wir haben jetzt schon auf dieser Ebene ein Secret nicht lösen können, das mit dem Buch. Und hier ist offensichtlich auch eins. Das stört mich. Weil nicht, dass wir irgendwann in Level 7 oder 8 oder wie viel auch immer es gibt, sind und dann merken, oh, da unten finden wir gar keine Hinweise oder Zugänge zu den Bereichen. Das heißt, wir müssen wieder ganz nach oben laufen. Das dauert ja auch wieder eine Weile. Na gut, außerdem ist hier noch irgendwo irgendwas, was wir machen könnten. Nee, wir waren überall. Ach, stimmt. Hier war noch was. Ha, hätte ich fast vergessen. Und ich höre schon wieder Getrappel von Legionären. Aber hier haben wir noch die Nische. Da wollte ich nochmal reingucken. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. LP 035. Bis gleich.